Seekrauts. Aloha Wohnzimmerkapitäne, hier sind wir wieder mit einem Ausblick und zwar auf einen geschlossenen Test der Änderung bei der Panzerungsschicht und bei den Trägerzünder für Sprenggranaten sowie überhaupt der Penetrationskraft von HE-Granaten ja umfasst. Das hat Wargaming vor einiger Zeit im Forum veröffentlicht, beziehungsweise halt auch im Supertest und darüber wollen wir heute mal mit euch reden, denn die Kreuzer werden davon ja stark betroffen sein. Sie werden teilweise genervt und teilweise gebufft. In welcher Art und in welchem Umfang? Fangen wir an. Die zentralen Teile der Kreuzer, hier Jell vertreten die Dimitri Donskoi im Hafen, werden Veränderungen erfahren. Und zwar auf der Tierstufe 6 bis 7 wird der Standardwert der Panzerung auf 25 mm mindestens festgelegt. Es gibt ja jetzt durchaus noch Kreuzer, die weniger haben. In Zukunft ist das der Minimumwert von 25 mm Panzerung. Habt ihr einen Kreuzer, der jetzt mehr Panzerung schon hat, dann wird der nicht genervt werden, sondern der bleibt erhalten, aber der neue Mindestwert für Kreuzer beträgt 25 mm und das führt dazu, dass für Projektile bis 357 mm eine Winkelabfrage stattfindet und kein Overmatch mehr. Das macht euch überlebensfähiger, wenn ihr geschickt angewinkelt seid. Bei T8 bis T10 Schiffen sind es dann 27 mm, da wäre dann die Overmatch-Schwelle 386 mm. Und bei T10 Schiffen, Kreuzern, ist dann die Schwelle 30 mm oder wird man die Panzerung des zentralen Bereichs auf 30 mm festlegen. Also mir fallen da so eine Kreuzer wie Minotaur ein oder überhaupt die britischen Kreuzer, die davon sehr, sehr stark profitieren werden, weil sie teilweise doch sehr, sehr dünn beplattet sind. Es wird aber auch eine Veränderung in dem vorderen bzw. im hinteren Bereich des Kreuzers geben und da gibt es eine neue Standardisierung. Da wird die Dimitri Donskoi zum Beispiel von einem Nerf betroffen sein. Wir haben hier 25 mm im hinteren Bereich, auch 25 mm. Wenn es nach Wargaming geht und der Test erfolgreich ist, werden wir hier in Zukunft nur noch 16 mm haben, genauso wie hinten. Um das ganz kurz auf die Tierstufen runterzubrechen, 13 mm für die Tierstufe 6 bis 7 und 16 mm für die Tierstufe 8 bis 10. Ganz entscheidend dabei ist es, dass das nur Kreuzer betrifft, die ein Kaliber von 200 mm, also unter 200 mm haben. Das heißt hier, unser Dimitri Donskoi zum Beispiel ist davon betroffen, die hat nämlich 180 mm. Was wäre denn davon jetzt noch betroffen? Zum Beispiel die Wooster wäre ein dementsprechendes Schiff oder die Minotaur. Ja? Wobei für die Minotaur ist es kein Nerf, die hat nämlich schon diese Panzerung. Also nur mal so, um das da so ein bisschen einzuordnen. Ne? Da gibt es also hier vorne wird die Panzerung dünner und in der Mitte wird sie stärker. Das heißt, für euch ist das Anwinkeln entscheidender und kann dazu führen, dass ihr deutlich länger in Gefechten aber auch überleben könnt, wenn ihr euch richtig anwinkelt. Die Schlachtschiffe bekommen auch eine Panzerungsänderung. Und zwar auf der Tierstufe 6 bis 7 wird die Panzerung von 25 mm auf 26 mm erhöht. Das ist nur 1 mm. Aber wenn wir jetzt gleich in der Bewertung fortschreiten, werdet ihr mitbekommen, warum das notwendig ist. Denn alle T8 bis T10 Kreuzer könnten in Zukunft für Geschütze von 152 bis 155 mm eine erhöhte Penetration bekommen und zwar ein Fünftel des Kalibers. Hatten wir bis jetzt noch nie im Spiel, wir hatten bis jetzt immer nur ein Viertel oder ein Sechstel. In möglicher Zukunft könnte es sein, dass eben diese T8 bis T10 Kreuzer ein Fünftel penetrieren und das würde dann die Penetration allgemein, ja, komplett verändern. Und damit das eben nicht aus den Fugen gerät, muss man den Schlachtschiffen auf der T-Stufe 6 und 7 1 mm mehr geben, weil dann die 152 mm nicht mehr automatisch penetrieren ohne IFAE. Das wollte man damit erreichen, ne? Dass die Balance zwischen den Klassen Schlachtschiff, Kreuzer da aufrechterhalten wird. Außerdem gibt es eine Veränderung in der Berechnung der Penetrationsfähigkeit der Granaten. Bis jetzt ist es ja immer noch so, dass man die 152 mm jetzt als Beispiel bei russischen Kanonen durch 6 teilt, dann bekommt man 25,3 raus, muss dann abrunden auf 25 mm, dann hat man die Splitterschwelle und dann zieht man nochmal 1 mm ab und dann weiß man, was man penetriert, nämlich 24 mm. In Zukunft heißt die Regel gleich oder niedriger. In der Vergangenheit war es nur niedriger. Somit wäre dann die Splitterschwelle schon mal um 1 mm, also nicht die Splitterschwelle, sondern die Penetrationsschwelle um 1 mm gestiegen, weil da eben da schon die Penetration stattfindet.
Auch das ist eine, ja, in dem Fall sogar eine kleine Verstärkung für die Kreuzer. Kommen wir zum Thema IFAE, Trägheitszünder der Sprenggranaten. Aktuell sind ja noch so, dass ihr 3% Brandwahrscheinlichkeit verliert in Abhängigkeit eures Kalibers und dafür ein Drittel mehr penetrieren könnt. Oder 30% mehr penetrieren könnt, um es ganz genau zu sagen. In Zukunft werdet ihr nur noch 20% mehr eurer Panzerung, also eures Kalibers, penetrieren können. Aber dafür 50% eurer Brandwahrscheinlichkeit abgeben. Das ist ein richtig krasser Nerf in Sachen Brandwahrscheinlichkeit. Und wie sich das auswirkt, das wird jetzt gerade getestet. Ich glaube, das könnte sehr, sehr spaßig oder, naja, spaßig nicht so wirklich, eher traurig werden. Weil man muss es mal so sehen. Wir haben eine Menge Schiffe, die inzwischen nur noch durch HE oder IFAE-Beschuss vernünftig bekämpft werden können. Mir fallen da so Schiffe ein wie Sowjetski Sojus oder Kreml oder Stalingrad sogar auch, wenn sie sich geschickt anstellt. Ja, diese Schiffe müssen mit Brand rausgenommen werden, hauptsächlich. Davon nehmen sie am meisten Schaden, weil sie vorne einfach so stark gepanzert sind. Und das würde man jetzt doch ganz schön abschwächen, nämlich die Wahrscheinlichkeit eines Brandes um 50% reduzieren, weil in der Vergangenheit, also runtergerechnet, um 47% reduzieren, weil die 3% hatte man ja vorher schon an Abzug. Ja, also das ist schon eine ganze Ecke an, was da passiert. Da würde mich einfach mal interessieren, wie ihr diese ganze Geschichte seht. Findet ihr das gut, dass das jetzt ein bisschen vereinheitlicht wird mit dem zentralen Teil, der gebufft wird, mit dem vorderen und hinteren Teil, der genervt wird, mit der Veränderung der Penetration ab der Stierstufe 8, dass eben ein Fünftel penetriert wird, nur für die kleinen Kaliber, 152 bis 155 mm. Der Durchschlag wird geringer, aber ihr habt ja dafür sowieso mehr Penetration, zumindest ab der Tierstufe 8. Und die Brandwahrscheinlichkeit nimmt ab. Viele Schlachtschiffkapitäne werden sich sicherlich darüber relativ gut freuen können, weil einfach, wenn man IFAE skillt, eben weniger Brände gelegt werden. Ja? Wenn man IFAE nicht skillt, penetriert man weniger, aber die Brandwahrscheinlichkeit bleibt halt erhalten. Das war's, was ich euch erstmal näher bringen wollte. Ich habe euch links immer die Grafik eingeblendet. Ich möchte die eine Grafik noch revidieren, beziehungsweise ein bisschen korrigieren. Das ist nicht meine eigene Grafik, die wurde uns gestellt sozusagen. In der dritten Zeile von oben steht ein falscher Wert. Und zwar steht da 152 mm Tierstufe 6 bis 7. Jetzt haben wir in der ersten Reihe aber auch schon mal. In der dritten Reihe müsste es heißen 152 mm T8 bis T10. Nur dann macht diese Grafik Sinn. Und dann geht sie auch auf und es wird logisch. In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video mal wieder so zum Nachdenken ein bisschen anregen. Macht euch mal eure Gedanken. Schreibt mir die Gedanken, die ihr habt, gerne unten in die Kommentare rein. Wie findet ihr diese Veränderung? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es toll, dass Kreuzer in die Lage versetzt werden, eher mal was zu bouncen. Ja, auf der anderen Seite sehe ich diese Problematik mit den HE-Veränderungen eher so ein bisschen negativ, weil ich finde, dadurch, dass jetzt Schiffe in das Spiel reingebracht wurden, die sowieso halt hauptsächlich durch Brand bekämpft werden müssen, weil als andere quasi ja doch sehr, sehr schwer wird, ne? Also ich mache mir gewisse Sorgen, wie das dann nachher in der Praxis aussieht und ob das aus dem Test überhaupt so rauskommt, müssen wir dann alles sehen. Ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, es ist alles Work in Progress, was wir hier gerade besprochen haben, das muss nicht so kommen. Und ist vielleicht auch so ein bisschen in dem Gedonner wegen diesem Naval Training Center so ein bisschen untergegangen. Darum habe ich mir jetzt gedacht, ich mache mal ein separates Video dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir bitte einen Daumen nach oben, ein Abo da. Wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, besucht auch gerne unsere anderen Internetpräsenzen, die ihr gerade oben alle eingeblendet seht in diesem gelben Streifen. Und dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal hier auf dem Siegkreuz-Kanal. Haut rein, euer Siegkreuz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.